Das geht schon los. Alverde Bio-Kokos, die Alverde Nochmal. Nochmal. Das ist zu wenig. Zu viel. Hallo. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Wenn du wissen möchtest, was ich im Monat August, September ungefähr aufgebraucht habe, dann bleib doch einfach dran. Einfach los, ohne viel Rumgequatsche, ohne große Einleitungen. Das erste Produkt, was ich auch gebraucht habe, das ist die Cremedusche von Alverde in der Duftrichtung Bio Kokos. Ich mag die Düfte von Alverde, weil ich finde, dass sie nicht künstlich riechen, sondern richtig natürlich. Dieser Duft ist auch sehr, sehr schön, sehr, also man riecht Kokos natürlich raus, ist klar, aber es ist sehr, es ist ein angenehmer Kokosduft, das ist nicht sehr aufdringlich, penetrant, was ich nicht so gerne mag und kaufe ich mir immer wieder nach, zwar jetzt nicht über Winter in Kokos, vielleicht in anderen Duftrichtungen, wie zum Beispiel Lavendel, wenn es das noch gibt. Hat mir sehr gut gefallen und kann ich weiter. Das Aquaspray von Balea, das habe ich auch gebraucht. Das ist jetzt nur eine Flasche stellvertretend. Wasserspray Aqua pure Erfrischung. Ich habe es für den ganzen Körper genutzt und zwar an den Tagen, wo wir richtig, richtig heißes Wetter hatten. Wir hatten gerade zu der Zeit unseren Umzug gehabt und es war brüllend heiß hier in dieser Wohnung, und nicht nur hier, sondern wahrscheinlich überall, und ich habe das aufgebraucht, habe es gern benutzt, es war einfach eine Wohltat, da mal übers heiße Gesicht zu sprühen und es ist sehr duftneutral und habe ich mir auch schon ein Backup gekauft, aber ich habe halt nicht gewusst, als ich es gekauft habe, dass der Sommer endlich vorbei ist. Trotzdem für nächstes Jahr habe ich schon mal was im Vorrat. Kauf mir immer wieder nach. Das ist das Rasiergel von DM von Balea in der Duftrichtung Exotic Kokos mit Frangipani Duft beigemischt. Es riecht sehr gut und ich nutze diese Gele immer wieder, weil ich damit am besten klarkomme. Dann habe ich aufgebraucht und da habe ich wirklich sehr, sehr lange für gebraucht. Und zwar ist das von Alverde ein Body Splash. Wonach hat es gerochen? Es nach Kräutern, kräuterig. Und ich mochte den Duft, weil er richtig frisch roch und ich habe es auch benutzt oder aufgebraucht in der Zeit, wo es so warm war. Da bin ich auch einfach über den Körper gegangen, da ist sogar noch ein Schluck drin und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube eher nicht, wahrscheinlich wieder im Sommer. Ich habe es gerne gemacht. Dann habe ich hier von Schwarzkopf Got to Be, habe ich auch sehr, sehr lange für gebraucht, beziehungsweise ich habe meine Kinder damit auch ein bisschen deren Haare eingesprüht. Und zwar ist das ein Entwirrer, ein Durchkämmspray. Der Duft ist sehr süßlich und es hat wirklich geholfen, die Haare zu entwirren. Ganz ehrlich, also ich hatte schon vorher von, wie heißt das Ding, von Prinzessin, da ist eine Prinzessin drauf, von DM. Ich weiß nicht mehr, für Kinder extra, das hat überhaupt nichts geholfen und ich habe es bei meinen Kindern angewendet und bei mir war super, kann ich weiterempfehlen. Was ich immer wieder nachkaufe und auch immer noch in Verwendung, gerade in Verwendung habe, das ist von L'Oreal Elvital Tonerde Absolut Haarshampoo, weil das einfach meinen Haaransatz erfrischt. Ich habe da ein gutes Gefühl dabei. Die fallen sehr locker und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ja, steht auch hier frischer, luftiger oder luftig reiner Ansatz. Wer also einen fettigen Ansatz hat und trockene Spitzen, dem kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. Von John Frieda, Traumlocken Conditioner with Ease, fand ich auch sehr gut, habe aber den Sinn nicht verstanden, wofür das eigentlich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Haare
Also da lege ich jetzt keinen großen Wert drauf. Shampoo ist Shampoo für mich, beziehungsweise Conditioner, Conditioner für mich. Ja doch, bei Shampoo mache ich schon Ausnahmen, aber Conditioner ist für mich das Gleiche eigentlich. Jeder Conditioner ist für mich gleich. Ich weiß auch nicht, ist, weil ich gebe Conditioner oder halt Spülungen nur in meine Spitzen rein und den Ansatz behandle ich gar nicht. Soll man ja, glaube ich, auch nicht, sonst wird das alles zu viel Pflege. Warum verwandelt undefiniertes, widerständiges Haar in gebändigte Locken? Ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt zu anderen Conditionern. Kaufen werde ich mir nicht. Kurzurlaub von Kneipp, ein Duschgel. Und zwar ist das eine Cremedusche und ich mochte den Geruch ganz gerne. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich mich daran satt gerochen habe. Da gibt es auch einen Badezusatz, den ich mir gekauft habe. Das ist in der Duftrichtung Kokosmilch und Monoiöl. Ich habe es aufgebraucht, fand es ganz okay und werde es mir aber nicht mehr nachkaufen. Ist sowieso eine Limited Edition. Von Alverde, Family Pflege Dusche. Fand ich gut. Roch nach Bio, Feige oder Mango und Feige. Und ich mag die Alverde Reihen und kaufe es mir auch immer wieder nach. Ich habe auch schon welche im Backup für meine Kinder, für meinen Mann und ab und zu auch für mich. Und ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier was von Floramare. Ich mag die Marke Floramare, habe ich gedacht. Aber das hier gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, weil es ist viel zu belichtet. Ich komme mal etwas näher ran. Und gehe dann mit dem ISO ein bisschen runter. Genau. Und zwar, oder vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Und zwar habe ich hier die Diamare. Wie nennt man das? Diamare Enzymreinigung von Floramare aufgebraucht. Also ich weiß nicht. Ich habe die nicht gemocht. Es war eine Reinigung, aber ich habe hinterher, auch nachdem ich das abgewaschen habe, immer noch so, wie soll ich sagen, es war mir zu, also es war immer noch Pflege drauf. Also bei mir ist es so, wenn ich mein Gesicht reinige, dann möchte ich gerne, dass mein Gesicht wirklich frei ist von allen Zusatzstoffen und erst dann gehe ich hin und wende meine Tagespflege an und so weiter. Ich mochte das nicht so gerne. Den Duft mochte ich auch nicht so gerne und von daher würde ich nicht nachkaufen oder weiterempfehlen. Für mich ist es halt nichts. Das habe ich sowieso in einer Box bekommen. Von daher, ja, war okay, erstmal auszuprobieren, aber würde es mir nicht kaufen. Dann habe ich hier von Nu Skin aufgebraucht. Kann ich empfehlen, Leute. Kann ich empfehlen. Und zwar ist das von, wie gesagt, von Nu Skin. Das ist einem Peeling. Ein Peeling fürs Gesicht. Und das nennt sich Polishing Peel. Also ich war begeistert von der Wirkung auf meiner Haut. Und was soll ich sagen? Ich würde es mir nachkaufen, auf jeden Fall. Weil es einfach, wie soll ich sagen, es hat meine Haut richtig, richtig gut. Dieser ISO. Richtig gut befreit von Unebenheiten, von Hautschüppchen. Und zwar wendet man es einfach an, ein bis zweimal die Woche ungefähr. Man trägt es auf oder man massiert es ein, lässt es dann ein paar Minuten wirken, ein oder zwei Minuten, glaube ich, war das. Eine Minute und dann kann man es abwaschen. Aber man hat sofort die Wirkung gespürt auf der Haut. Und von daher werde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Und dann habe ich werde ich diese beiden entsorgen. Das sind zwei Düfte. Einmal von Essence. Ein Duft.
von, ich weiß nicht, wie alt das schon ist. Vielleicht wisst ihr das. Das ist eine LI gewesen um die Weihnachtszeit herum. Und sehr süßlicher Duft. Ich habe es auf dem Klo benutzt, weil mir der Duft dann doch zu süß war. Und jo, ja, es ist jetzt noch ein ganz kleines Stückchen drin. Das kommt auf jeden Fall weg. Und dann habe ich noch von meinem Mann, das ist von Puma, irgendeinen Duft. Haben wir, oh, riecht aber gut. Schatz, oh, riecht echt gut, aber trotzdem, mein Mann hat genug. Ich weiß nicht, soll ich das aufbewahren? Jo, ich glaube, ich bewahre das auf. Weil es riecht sehr, sehr männlich. Das bleibt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keines der Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.